Für mich ist einfach wirklich wichtig, dass man Brahms heute nicht so sicherlich nicht so spielen kann und auch nicht versuchen sollte, so zu spielen, wie er damals war, sondern einfach auf den Text zu gehen. Dann ergibt sich auf der, wie soll man sagen, Fotoplatte der heutige Brahms, nicht, wenn man sich wirklich damit beschäftigt. Ich glaube nicht, dass man auf die Idee kommt, dass man das dann so machen kann wie damals, aber man sollte es versuchen, das kann gar nicht gelingen. Nicht? Es kann gar nicht gelingen. Wir sind anders, wir haben andere Tempovorstellungen, wir haben andere Vorstellungen, wie weit man Musik im Grunde genommen auch dynamisch formulieren muss, formal formulieren muss, wie weit man analytisch formulieren muss. Und im Grunde genommen ist einfach unser Zugang ein anderer und muss auch ein anderer sein. Aber das Ziel sollte schon sein, die Absichtserklärung eines Komponisten zu verstehen. Und was wollte er bewegen? Und was wollte er in dem Menschen bewegen, der heute zuhört? Und der Mensch, der heute zuhört, hat andere Möglichkeiten, berührt zu werden. Brahms konnte Beethoven aufnehmen, musste ihn kennen, musste ihn studieren, aber einen Einfluss in dem Sinne, thematisch manchmal, aber das ist ja das Minimum. Ein Thema erfinden, also Japapapam, das kann ich auch, ja? Das ist nicht das Ding, nicht, sondern was man macht, die Komposition. Nicht? Und das machen sich ja viele Leute nicht klar, dass man im Grunde genommen doch da einen Beruf hat, der wirklich, wie soll man sagen, ein Produkt hervorbringt, wenn man Komponist ist, was da nicht so aus der Luft gegriffen wird, sondern wo man wirklich um jeden Takt, um jede Note, auch Mozart hat natürlich anders geschrieben als Beethoven, aber die haben ja nicht einfach hingeschrieben in dem Sinne, weil es einfach nun so ging, nicht, sondern das ist einfach ein wahnsinniges Können, ein inneres Ohr zu schulen, dahin zu schulen, dass man sich innerlich vorstellen kann, wie wird das wirken. Ganz vorsichtig hier. Klarinette. Und wieder. Hören Sie die Holzbläser? Auch die Emotionalität der Musik ist ohne die Emotion zu analysieren nicht denkbar. Es ist einfach, es ist Kunst. Ja, Sie können auch nicht hingehen und einfach ein Papier zubappen und sich dann Maler schimpfen. Also so ist das nicht, nicht? Sie müssen die Dinge wirklich in den Raum verweisen, wo sie hingehören. Und das hat Brahms in unglaublicher Weise gekonnt. Das heißt nicht, dass er ein analytisch unemotionaler Komponist war, aber die Emotionalität entsteht auf höchster Stufe nur nach der Analyse. Und jetzt hier, der ist es hier.
weiter zurück. Und wenig vom Pizzicato. Eins, zwei, weg, leise. Und dann. Und Pantiri. Der Zugang war immer der gleiche, immer der Versuch, dem, was man lesen konnte, aus der Musik so nah wie möglich zu kommen in der Realisierung des Klanges dann und des musikalischen Ablaufs. Es hat mich eigentlich immer nur die Gegenwart interessiert in Hinsicht auf die Zukunft. Was ich früher gemacht habe, ist mir eigentlich nicht so wichtig. Eins, zwei, eins, zwei. Cello, zweite Bratsche, Piano. Ja. Geh so viel früher weiter. Zwei. Die da. Ja. Eins, zwei und eins. Die. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Alles 8 Takte vor Più Allegro. Und dann niemand hinterher. Eins, zwei, eins. Schwer, aber gut. Bewusst wird man mit Brahms erst, wenn man es macht. Nicht? Also im Grunde genommen, Brahms hören ist eine Sache, Brahms machen ist die andere. Und für einen Musiker ist das die einzige Möglichkeit, wirklich Brahms zu begegnen, indem man es spielt, indem man es macht. Leider hat er keine Opern geschrieben, sonst wäre ich noch früher an ihn herangekommen. Aber die richtige Beschäftigung mit seinen Partituren kam eigentlich erst mit dem Studium.